Herzlich willkommen, Leute, zu einem Video zu Blizzards Overwatch. Und zwar möchte ich euch heute etwas über Tracer erzählen und zeigen. Im Hintergrund läuft Pressematerial bzw. ein komplettes Gameplay zu Tracer. Und wir konnten auf der Gamescom 2015 ja schon Overwatch anspielen, testen. Und deswegen möchte ich euch auch ein bisschen was über die einzelnen Charaktere erzählen. Und heute fangen wir halt mal mit Tracer an. Bei Overwatch kämpfen zwei Teams darum, bestimmte Objectives zu erledigen oder zu verteidigen, mit unterschiedlichen Charakteren, die jeweils unterschiedliche Fähigkeiten haben. Jeder Charakter hat im Normalfall zwei Fähigkeiten. Tracer hat einen Warp nach vorne. Ihr habt ihn hier gerade auch schon ein, zwei Mal gesehen. Der lädt sich auch nach der Zeit wieder auf. Kann sich also ein paar Meter nach vorne teleportieren, um so schneller von A nach B zu kommen. Ist allgemein ein sehr, sehr schneller Charakter. Und die andere Fähigkeit lässt die Zeit kurz zurückdrehen. Bedeutet, Gesundheit und Munition werden auf ein paar Sekunden zuvor zurückgesetzt und man wird auch an diesen Ort zurück teleportiert. Die Ulti-Fähigkeit ist eine Bombe, die an Gegnern haften bleibt und extrem Schaden an allen Gegnern im Radius zufügt bzw. sie sogar tötet. Da seht ihr die Bombe gerade, wurde an Reinhardt dran gepackt und den hat es dann erwischt. Ja. Auf der Gamescom haben sehr, sehr viele Tracer gespielt. Ist so ein bisschen die Frontfigur von Overwatch. Man sieht schon, ist auch ein relativ fixer Charakter, flink und mobil, was das Ganze natürlich auch schon wieder relativ schnell dann aussehen lässt. Und gerade wenn zwei Tracer gegeneinander kämpfen, so wie gerade, und sich beide hin und her teleportieren, ist das schon eigentlich ein ganz, ganz schneller Fall, beziehungsweise ein netter Speed, der da gezeigt wird. Als Waffen hat sie diese beiden Maschinenpistolen, nicht besonders viel Muni, ja, lädt aber dafür auch wiederum relativ schnell nach. Und durch dieses nach vorne teleportieren, die Bombe anbringen und zurück teleportieren, was gerade eine Kombo aller drei Fähigkeiten war, ist dieser Charakter schon relativ deadly. So ein bisschen so ein kleiner Scout. Ja, es gibt natürlich noch viele andere Charaktere, die wir euch alle noch vorstellen werden. Es gibt natürlich noch Sniper, ihr habt Reinhardt gerade schon gesehen, ist halt ein klassischer Nahkampf-Tank. Und ja, auf jeden Fall, ich freue mich sehr auf Overwatch. Das wird ein unglaublich gutes Game werden, auch wenn 2016 sehr, sehr viele Spiele kommen, die dem Spielprinzip ähneln. Bin ich mal sehr gespannt, aber ich glaube, da kann Overwatch sich sehr, sehr gut durchsetzen. Wenn man hier schon die Grafik sieht, das ist einfach fantastisch. Der Vorteil, den die da einfach haben, ist, dass Blizzard dahinter steckt. Und was er jetzt gerade wunderbar gesehen hat, dieser Teleport nach vorne ist wirklich nur horizontal. Man kann sich also nicht irgendwo hoch teleportieren. Das ist sehr wichtig, um halt sich das mal vor Augen zu halten. Es gibt auch noch einen Charakter, der sich auch in die Höhe teleportieren kann. Also deswegen hier, ne, reiner Rushdown-Charakter, wenn man es so nennen möchte, oder halt, um wegzukommen, wenn es gerade mal kritisch wird. Auf jeden Fall, dieses Gameplay, was hier im Hintergrund läuft, ist natürlich fantastisch für Demonstrationszwecken, läuft auch sehr, sehr geil. 10er Killstreak gerade, und ja, Tracer habe ich auch gespielt auf der Gamescom, ist nicht mein Favorit gewesen, von denen, die ich gezockt habe. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr selber Overwatch auf der GC spielen konntet und wie es euch gefallen hat, welcher euer Lieblingscharakter war, und wir schauen, wie gesagt, in alle Charaktere einmal rein. Wir haben hier auf jeden Fall noch einiges an Gameplay bekommen und ich freue mich so sehr auf Overwatch. Ich hoffe ja, dass ich da fix in die Beta reinkomme, denn dieses Spiel halt auf der Gamescom war unser Highlight gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben am öftesten Overwatch gespielt. Und das ist das Game, auf das wir alle warten, also auch die Leute von Troubletown. Wer heute noch mehr Gameplay ein bisschen zu Overwatch sehen will, der kann auch noch Shigos Video gucken. Also der Kanal von Shigos unten verlinkt, die lädt heute auch ein Overwatch Video hoch. Und dort redet sie über ihr Messer-Highlight, wer ihr Lieblingscharakter war und ja, wie sie das so fand. Wer uns übrigens auf Twitter folgt, der hat auch meinen Lieblings-Screenshot gesehen von der Messe. Ich habe nämlich ein sneaky Foto gemacht, wie wir mit einer kompletten Reinhardt-Gang sehr, sehr gut Overwatch gespielt haben. So, aber jetzt gehen wir mal noch ein klein bisschen aufs Gameplay ein. Wir haben hier nämlich sehr viele unterschiedliche Charaktere bereits gesehen. Glaube, das wird auch extra für die Gameplays so ausgewählt, dass hier keine Doppelten sind, denn das ist nämlich auch möglich. Und wer gerade aufgepasst hat, der hat die Stimme vom Ragnaros gehört im Deutschen. Auch der ist mit dabei. Des Weiteren auch als deutscher Synchrosprecher der Typ, der die Taverne leitet bei Hearthstone. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Und das ist der Reaper, ja, den werden wahrscheinlich die meisten Leute spielen wollen. Ist dieser der XX Shadowhunter XX, ja. Nein, sieht natürlich sehr, sehr geil aus. Und ja, Tracer, wie gesagt, die Hauptfigur, beziehungsweise die Frontfigur erstmal von Overwatch. Es gibt ja auch die Statue von Tracer bereits. Ist die erste große Statue, die es gibt. Sind wir mal gespannt, wie es geht. Und da schon wieder saugeil.
Runter teleportiert, die Ulti geworfen, vier Leute, glaube ich, da drin gestuckt in dieser Haftmine und dann Zeit zurückgespult. Ich freue mich einmal so drauf. Das Gameplay wirkt einfach so sick und es wirkt jetzt schon so smooth. Das ist halt einfach ein Vorteil, dass Blizzard dahinter steckt. Ist egal, wie das Game läuft, die supporten ja ihre Spiele immer noch so krass, also jahrelang hinweg. Man weiß einfach, dass dieses Spiel auch sehr, sehr lange gezockt werden kann und ich bin sogar der Meinung, dass hier auch ein kleiner E-Sports-Titel auf uns warten könnte. Ich denke, dass dieses Spiel auch eigene Ligen haben wird und das könnte wirklich next big thing sein. Und angefangen mit einem Video zu Tracer und wir zeigen euch sehr, sehr gerne alle Chars einmal. 25er Killstreak und damit ist das Match auch gewonnen. Ihr seht alleine schon, wie smooth das Game läuft und ja, das ist das Team gewesen. Am Ende gibt es immer noch einen Screenshot vom Gewinnerteam und Player of the Game wird nochmal vorgestellt mit der besten Szene. Und ich hoffe, das ist die Vierer-Bombe. Bin ich mal gespannt. Ist es die Bomb? Das wird die Bomb. Ja, da kommt die Stuck. Diese sticky Mine. Ja, wunderbar. 6 gegen 6 wird gespielt. Und Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns das nächste Gameplay an. Ich erzähle euch meine Meinung zum nächsten Charakter. Und bis zum nächsten Mal.